Dann. Wann sie knicken? Ja. Sag mal, ist die L86A2 deine Waffe gewesen? Ja, ja, das war meine, ja. Hast du die? Ja. Okay. Kannst du die wiedergeben, aber ich habe Angst, dass der die wegnimmt. Ist schon okay. Wohin gehen wir denn jetzt hier? Gibt's ja in gar nichts. Karre suchen oder was auch immer. Da hinten ist ein umgedrehtes Auto. Da, die sind alle umgedreht, what the fuck? Lol. Ein Baum ist auf der Straße. Irgendwas ist hier passiert, glaube ich. Ja, ne? Something happened. But we don't know what. Hier gibt's ja weit und breit nichts. Hier gibt's echt nichts. Da ist eine Waffe, cool. Der Typ hat eine Waffe. Ist das nicht meine Leiche der, vielleicht? Der hat ja auch eine Waffe. Die nehme ich, die ist mir lieber. E36C habe ich jetzt eingesammelt. Der schießt die ganze Zeit. Ja, der eine Kasperle da hinten. Der Kasperle von da hinten. Kasperle. Wollen wir den nochmal töten? Nein, Schatz. Nein. Wo ist denn jetzt hier ein Auto mal für uns? Schau mal auf die Map, in welche Richtung wir überhaupt laufen. Ja, laufen wir mal weiter, da kommt Zelenogorsk und spätestens da finden wir dann Autos. Na gut, dann wandern wir mal ein bisschen durch die... Das Wandern ist das, das Müll, lass los! Lass los. Jetzt höre ich aber Schüsse, von wo keiner von uns ist. Ja. Oder schießt der von da oben runter? Nee. Ja, auf ihn wird geschossen. Ich habe die Einschussdinger gesehen. Ist tot. Oh mein Gott, ja. Komm, weiter hier, weiter. Ich guck mich gerade um. Können die nicht töten, die sind... Ey, das war Friendly Fire, das war der da oben. Lol. Trollolol. Da, dann gehe ich mal lieber weiter, bevor ich der Nächste bin. Ja, komm. Oh Gott. Oh, du bist der Nächste anscheinend. Was soll denn das, Mann? Aber er trifft mich. Wieso ist der schon? Wieso ist der schon wieder hier? Kann doch nicht sein. Nee, das ist der oben. Der von oben schießt jetzt auf einmal. Der ganz oben? Ja. Was soll der Scheiß denn? Stop shooting, faggot. Zum Glück trifft er nicht. Wollen wir versuchen, ihn abzutreffen? Nee, dann werden wir am Ende noch irgendwie gekickt oder zu Debbelas Gruppe abgeschoben. Er trifft uns eh nicht mehr, wir sind viel zu weit weg. Ja, stimmt. Er hat wohl Langeweile da oben, ne? Kann ich verstehen. Was geht ja auch da hoch, ne? Ist ja schlimmer als bei Chivalry mit dem Teamkilling hier. Ja, stimmt. So, krass, da ist die Stadt. Und da steht auch schon ein Trabant, ein Lader. Ein Trabant? Ne, ein Lader. Hier ist Trabant, ja kein nicht, Trabant. Trabi. Nicht Trabant irgendwie eine Bezeichnung für Mond? Nein. Ja, das Mond? Weiß ich nicht, aber Trabant, das Auto, kennst du nicht? Trabi? Nö, achso, der Trabi kenne ich, aber Trabant nicht. Das ist Trabant. Aber ich dachte, dass Trabant heißt, glaube ich, Mond. Oder ist Mond. Oder der Mond heißt Luna. Ja, nein, Trabant. Oh, Sailor Moon! Die das Bezeichnung ist der Klasse. Wir wissen ja, Planet. Erde ist ja ein Planet und die Sonne ist ja ein Stern. Da ist eine G36 drin, falls du Interesse hast. Ich habe eine Waffe. Ich habe schon eine G36, glaube ich. Okay. Ich will natürlich die Muni rausnehmen können, nö. Ja, und wohin? Jetzt? Das war sehr knapp, ne? Weißt du das? Ich weiß, ja. Du hast es mal gekreuzt. Oh, der ist leer, Alter. Ja, tank ihn doch auch. Schieb ihn doch jetzt zur Tankstelle mal eben. Ja, sollte doch kein Problem sein. Ich hab die Fuel Can, aber ich weiß jetzt nicht, wie ich die hier auffüllen kann. Ach so, okay. Das geht, glaube ich. Warte mal. Du musst hier zu den... Ich glaube, nicht hier hin, sondern zu den Kanistern dahin. Doch, hier? Ja, ja, das ist hier ein bisschen anders als in Daisy. Hier geht es über dieses Player-Menü und nicht einfach dieses Gear. So, okay. Ah, ich betank ihn. So, jetzt müsste ein bisschen Sprit drin sein. Jawohl. Jetzt mache ich ihn mal voll. Klappt es?
Ach ja, doch, ich hab schon vollen Sprit, cool. Juhu. Moment, aber ich hole mir erstmal die G36 Muni da raus. Jetzt gibt's gar nichts mehr. Wollen wir mal zum Airfield fahren? Ja, fahren wir doch mal zum Airfield, warum nicht? Du fährst voran? Ja. Ups, sorry. Was war's denn? Fuck. Du Zigeuner. Mein Gott. Einmal der mit Fachbegriff Profis. Der Fachbegriff heißt Sinti und Roma. Ja. Jetzt müssen wir hoffen, dass der Kerl uns Zoom nicht wieder abschießt. Das wäre nett, ja. Aber der ist, glaube ich, gar nicht mehr da. Ich will wissen, wie der Typ da hochgekommen ist, ey. Das ist ja echt der Godfather auf Glitching hier, ne? Ja. Der Glitchmaster. Dem glitscht auch immer die Seife aus der Hand. Besonders beim Duschen mit anderen Leuten. Ja, it's very glitchy. Ja, ja. Immer diese Doppelheutigkeit. Wow, was für eine Kurve. Wow, was für eine Kurve. Ja, ne? Lalalalalala. Ich fahr 104 und du? 96. Oh. Meine Lieblingsstellung. Beim Autofahren. Heißt nicht 69? Ja, ich wundere mich aber warum. Ja, 96 oder 69? Man kann genauso gut 96 sagen eigentlich. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall läuft es auf selbe hinaus. Oh mein Gott. Absperrung. Ja. Das ist Zahlenrassismus. Diskriminierung hier. Ich würde ja ganz gerne umsteigen auf den roten Flitzer hier, aber das dauert mir zu lange. Genau. Noch 2,8 Kilometer haben wir vor uns. That's not much. Glaube ich. Zumindest, das no, passt schon mit dem Auto. That's not much, that's Asphalt. Der Gier. Der Deer stand direkt auf ja, dem. Ja. Ja, die kannst du ja auch Straße platzieren halt. Offensichtlich, ja. Den jetzt kann auch man Bäume auch können, umstellen? Ne, Bäume nicht. Schade. Bäume wäre ja witzig. Ja, könntest du so einen künstlichen Wald errichten hier? Ja. Hä, über diese Brücke bin ich noch nie gefahren. Über 7 Brücken musst du gehen. Oh mein Gott. Ich mute dich gleich. Okay. Bin aber auch noch nicht über die, also die ist mir nicht bekannt. Wahrscheinlich, weil man hier oben auch nie was verloren hat in Daisy. Nee. Alter, bin ich gegen irgendwas gefahren. Ey! Oh, du Idiot! Was machst du? Ja, du fährst mir wieder voll rein. Mein Wheel ist kaputt, du musst mich mitnehmen. Oh mein. Oh oh. Du bist wieder schuld. Ich höre Gegner. Rein mit dir. Weg hier. Oh fuck, da waren sie. Am Supermarkt. Oh. Mit so einem Militärfahr. Keine Straße mehr. Ach du Scheiße. Wow. Aber die was sind. Was für ein Tempo. Oh shit. Oh shit. Da hinten ist noch ein Auto links. Jetzt schaffe ich nicht. Ja, solange die uns nicht folgen, die sind ja auch gerade. Oh, Busch. Die sind ja auch gerade ausgestiegen. Waren die im Supermarkt drin? Ich weiß nicht. Vielleicht waren sie auch gerade auf dem Weg dorthin. Fahren wir lieber irgendwie zu einer Straße. Ja, wir haben nur noch 1 Kilometer. 1 Kilometer jetzt hier rumgurken, das bringt nichts. Ja, aber hier gibt's keine Straße. Schau mal du auf die Map bitte. Ja, wir fahren geradeaus drauf zu und rechts von uns ist eine Straße. Fahren wir nach rechts. Okay. Ich komme den Berg nicht hoch. Oh Mann. Was für eine atemberaubende Geschwindigkeit. Ah, da hinten ist die Straße. Ah.
Alter, ist das spannend, so langsam auf diesem Ding rumzukackern. Oh, da wird man ja förmlich müde. Also, hier geht's so bergab. Warum werden wir nicht schneller? Ich dachte, das Spiel ist so realistisch. Wo siehst du bergab? Das ist gerade. Nein. Hier geht's bergab. Naja, nee. Doch, minimal. Schau mal von der Seite. Minimal. Ja, gerade als bergab. Du bist auch minimal. Nee, du bist minimal. Du bist am minimalsten. Du bist minimaler für Disney. Du bist immer einmal minimaler mehr als ich. So. Warum fährst du übers... Ah, okay, Desync. Ja, ich fahre auf der Straße, ganz zivilisiert. Ganz zivilisiert. Yo. Passt ja eigentlich gar nicht zu dir. So, da ist es schon. Disney ist Airfield. Lass mal die Baracken looten gehen und ein paar Zombies. Jawohl. Zombies sind... Aber da stehen sogar Fahrzeuge. Tatsächlich? Ja, in dem zweiten Hangar von rechts. Weißt du, was cool wäre, wenn man hier einen Hubschrauber finden würde oder ein Flugzeug? Oh ja. Da könnte man so rumrollen. Das fehlt mir so ein bisschen in Wasteland, muss ich sagen. Also die Flugsachen. Ein wenig, ja. Ne, so ein bisschen. Aber hier ist es schon abgestürzter Hubschrauber. Ja, die sind halt von den Quests, ne? Wahrscheinlich. Denk ich mal, ja. Natürlich enorm schwierig, so ein Ding zu kriegen, wenn man To-Do und Grantelbad heißt. Alter, hier läuft ein Motor. Ja, aber der ist, steht nur. Ey, hier haben bestimmt viele Leute ihre Basis irgendwo errichtet. Ja, meinst du? Denke ich. Ich würde es im Airfit cool finden. Ja, die Frage ist natürlich, ob hier was los ist, ne? Ja. Ich glaube eher nicht eigentlich. Ja, hier hat gerade jemand einen Motor angemacht. Sicher? Ja, rechts im Hangar. Da ging der Motor gerade an. Da ist! Das bist du. Mein Gott. Nehmen wir hier mal die Karre. Ups, ich nicht salutieren, hier einsteigen. Alter, da ging doch jetzt in dem Hangar der Motor an. Aber da sitzt keiner drin. Du fantasierst, glaube ich, To-Do. Nein, ich hab's gehört, der Motor ging an. Mein Gott, was soll denn das? Aber sonst gibt's hier nichts, ne? Irgendwie nicht. Schön. Hat sich voll gelohnt. Aber eigentlich gibt's ein paar Fahrzeuge, hier gibt's schöne Umgebung. Hier gibt es einen Bunker, den ich als Stunt-Rampe verwenden wollte, aber es nicht geklappt hat. Hubschrauber. Wo? Fliegt. Hörst du es nicht? Den Sound so leise. Er ist weg. Ah, super. Ich höre noch ganz, ganz zärtlich, höre ich noch fliegen. Wo steckst du? Am Ende des Airfields, ich fahre hier so lange und gucke, ob ich noch irgendwas sehe. Okay. Suche ja noch verzweifelt nach einem Flugzeug oder einem Hubschrauber. Wahrscheinlich vergeblich. Wahrscheinlich. Ich schaue auch mal. Ja, das ist ziemlich vergeblich, aber ich guck noch mal auf die andere Seite. Wie viel brauchen wir noch für die aktuelle Aufnahme? Zwar eine Minute. Ja gut, dann machen wir gleich mal erstmal, ne? Würde ich auch sagen. Eine Rundchen Schluss und dann geht's beim nächsten Mal weiter. Ja. Ich habe gerade meine Karre zu Schrott gefahren, aber das ist ja nichts Neues. Typisch. Wollte in den Hangar rein, aber bin dann hängen geblieben. Oh, und jetzt brennt das Ding sogar. Cool. Oh, ich seh's. Das hast du wieder sehr gut hingekriegt, muss man schon sagen. Ein leeres Auto. Die Karre soll sich mal nicht so anstellen. Ich bin ein bisschen seitlich hier in den Hangar. Und hier ist ein Deerstand auf dem Flughafen. Hey!
Wo bist du? Hinter dir. Fährst du mit Fahrrad da lang? Nö. Ein Fahrrad? Ja, natürlich. Ey! Ich wollte dich platt machen, ey. Rache für du, vorhin. Du Penis. Meine Waffe. Beim letzten Mal hast du mich einfach getötet. Dann kann ich dich jetzt endlich wieder punishen, ne? Kannst du machen, ja? Ah, nee. Wir sind ja jetzt eh hier fertig. Nee, ich vergebe dir mal. Versuch gerade das Auto kaputt zu machen, das funktioniert ganz gut. Dann, ja, super, schön. Das einfach mal draufschießen. Das explodiert ja auch total verzögert. Dann verabscheuen wir uns mal, würde ich sagen. Yo, wir verabscheuen uns und sehen uns dann in der nächsten Aufnahme von Wasteland oder bei künftigen anderen Videos und so weiter. Ne? Wir haben ja sehr viel erreicht heute. Ja, denke ich schon, auf jeden Fall. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Mal bei Wasteland. Bis dann, tschüss.